Klaus-Theo Gärtner wird 80, ein hat er damit nicht. Viele Rollen hat er schon gespielt, insbesondere Krimi-Freunden wird Klaus-Theo Gärtner, 79, aber wohl für immer in Erinnerung bleiben. Mehr als drei Jahrzehnte lang, zwischen 1981 und 2013, war der Schauspieler als Privatdetektiv Josef Matulla in der ZDF-Reihe Ein Fall für zwei zu sehen. Nach 300 Folgen war Schluss, doch bis heute genießt Gärtners Detektiv-Kultstatus. Es war ein großes Glück, dass ich die Serie spielen durfte, erklärt der Schauspieler, der in wenigen Tagen seinen 80. Geburtstag feiert, nun auch der Bild am Sonntag. Kontakt zu früheren Kollegen habe Gärtner heute kaum, wie er sagt, nur mit seinem Serienpartner Paul Frielinghaus, 63, der ein guter Freund für den ehemaligen Matulla-Darsteller sei. Sein Jubiläum feiert Gärtner am 19. April. Ich habe überhaupt kein Problem mit der Zahl 80, erzählt er. Zwar habe er 60-Jährige für steinalt gehalten, als er selbst erst 40 Jahre alt war. Doch heute fühle er sich mit 80 kein bisschen alt. Die Liebe zu seiner Partnerin hält ihn offenbar jung. Seit 2008 ist er mit seiner rund 36 Jahre jüngeren Ehefrau Sarah verheiratet. Eine junge Frau zu haben, bedeutet automatisch, dass man in Kopf, Geist und Körper jung bleibt, meint Gärtner. Demnach gehen die beiden zusammen viel auf Reisen, sie hätten gerade erst einen sechswöchigen Urlaub in Neuseeland und der Südsee hinter sich. Der Tod ist für das Paar offenbar kein Thema, auch wenn er selbst sich ab und an damit auseinandersetze. Wenn etwa alte Freunde und Kollegen sterben, ich lebe im Hier und Jetzt, denke an die Gegenwart und an die Zukunft, sagt der Schauspieler, der von seiner Mutter, die 96 Jahre alt wurde, gute Gene geerbt habe. Zum Geburtstag gönnt er sich eine weitere Reise mit seiner Partnerin. Im September soll es nach Kanada gehen, die Planungen laufen schon. Că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar...